Du auch neu hier? Ja. Und? Ganz okay, ja. Alles klar. Und seid ihr auch neu hier? Dann ist ja gut. Das erste Mal Inside soll ja was Besonderes sein. Deswegen haben wir für euch was vorbereitet. Passend zu Freitag, dem 13. Ich fühle mich selber ein bisschen komisch dabei, das so zu erzählen, aber alles sah normal aus. Hat Lauf. Dann ist es leider so, dass Niklas Mosander definitiv nicht spielen wird. Wie lange es dauert, ich kann es nicht sagen. Es ist wirklich, ja, wirklich ein Stück weit verhext. Es ist schrecklich, Leute. Es ist verhext. Ich weiß auch nicht, ob da überhaupt noch Humor hilft. Klassischer Fall von funny, not funny. Das Gute aber ist, auf jeden Freitag, den 13., folgt auch wieder ein Samstag, der 14., meistens jedenfalls. In diesem Fall wird das so sein. Morgen spielen unsere Jungs dann in der Wuhlheide im Stadion an der Alten Försterei. Das hatten wir auch schon mal. Jetzt ist am Logo vorbei. Macht es einmal selber, der rutscht durch, der ist drin. Nochmal Naidoo und da ist das Tor. Jetzt in der Mitte wäre es an Logo. Da ist er. Jetzt wird das ganz bitter für Union Berlin. Moreno nicht im Abseits. Moreno und den schießt er rein. Er macht sein Pflichtspieltor. Und Moreno, der will nochmal und der macht nochmal. Werder siegt leicht, locker mit 5:0. 5:0 damals im DFB-Pokal und jetzt endlich auch die Premiere in der Bundesliga. Vorsicht, Spoiler Alert, wir wissen schon, wie es ausgeht. Dank Niklas Füllkrug, unserem Wahrsager. Union Berlin gegen SV Werder Bremen. Anschluss hat Union Berlin. Die erste gelbe Karte bekommt Felix Groß. Das erste Tor schieße ich. Das letzte Tor schießen auch wir aus dem Konter. Kann ich noch nicht sagen. Also meine Künste sind gerade begrenzt. Meine Laufleistung wird in diesem Spiel knapp an die 12 Kilometer rangehen. Ich schätze so, warte. Ich muss noch einmal fühlen, was mir durchgegeben wird, was ich sehen kann. 11,6. Meine Note, je nachdem, wer sie beurteilt, wenn es jemand ist, der Ahnung hat, dann wird es bestimmt eine 2,5. Die Nachspielzeit wird liegen bei... Ich rechne kurz die ganzen Ereignisse zusammen, die ich jetzt schon sehen kann. 4 Minuten. Das Ergebnis wird lauten 3:1 für Werder Bremen. Ich weiß auch noch was und das sogar ohne Blick in die Kristallkugel. Mindestens 2700 Werder-Fans werden unsere Jungs nach Berlin begleiten. Sehr begehrt die Tickets. Auch ihr werdet wahrscheinlich einen gehabt haben, dem ihr leider sagen musstet. Ja, ich gehe davon aus, dass er mich noch fragen wird, ob er mitfahren darf. Ich denke aber, dass ich es ablehnen werde, weil es einfach wenig Sinn macht, weil es auch von der Reiserei eine sehr lange Reise ist. Yuya Osako hingegen hat eine ganz besondere Karte bekommen, nämlich diese hier. FIFA Team of the Week für 2 Tore in seinem Spiel gegen Augsburg und eine fantastische Leistung ohnehin. Der Mann brennt. 81er Wert für ihn. Die hat er sowieso verdient. Ja, ich freue mich. Welchen Wert hätte er denn eurer Meinung nach für das neue FIFA 20 verdient? Schreibt es uns unter dieses Video in die Kommentare. Er hat für uns schon mal seinen alten, neuen Mitspieler bewertet. Leo, ne? Ja. Besser als ich. Dribbling, glaube ich. 88, oder? Besser ich als Leo. Glaube 68.
Tempo auf. Besser leer. 85. Das ist viel. Das ist. Besser ich. Leo ist. Ja, klein. 30, oder? Ja, und noch. Ja. Gleich, glaube ich. Ah, 82. Wie ich. Ja, beide nicht so gut. Ja, Leo, 50. In gut zwei Wochen kommt es dann endlich raus, das neue FIFA 20. Und alle E-Sportler und die, die es mal werden wollen, sind schon richtig, richtig heiß. Einer von uns hat es bereits gespielt. Moin Leute, ich war jetzt die letzten Tage hier in Vancouver bei EA und ich kann euch sagen, alle Bundesliga-Fans können sich sehr freuen, denn ab jetzt ist fast alles aus der Bundesliga, alle Stadien, alle Gamefaces von den Spielern super realistisch dargestellt und insbesondere die Werder-Fans können sich freuen. Das Stadion ist am Start und die Mannschaft schaut super aus. Richtig, das Wohninvest Weserstadion, also endlich auch im neuen FIFA zu Hause sein, zu Hause spielen für alle Werder-Fans und ich sag euch, es sieht irgendwie genauso aus wie das hier. Wahnsinn! Freut euch drauf, freut euch auf das neue FIFA. Yo, I'm feeling the flow, I get high. More than I drop is the more I get low. The music is lifting me up again, so show me a tune I cannot do. Dann wird es auch einen Leonardo Bittencourt mit Gameface geben. Wir haben ihn in dieser Woche im Vorspiel, dem offiziellen Werder Spieltags-Podcast, zu Gast gehabt. Und hier bei Inside, da gibt es den sogar nicht nur mit Audio, sondern auch mit Bild. Fünf Fragen an Leonardo Bittencourt. Mit Werder verbinde ich viel Tradition und ein geiles Stadion. Beim Spiel gegen Union sieht man Leonardo Bittencourt hoffentlich jubeln. Der Werder-Spieler, mit dem ich immer schon zusammenspielen wollte, ist Claudio Pizarro. Hast du doch schon in Köln. Ja, das stimmt. Mist. Ja, nee, soll ich jemand anderen sagen? Du kannst auch jemand anderen sagen, ja. Theo. Warum lachst du jetzt? Nee, finde ich gut. Ja, weil wir oft gegeneinander gespielt haben, deswegen. Ja, vielleicht spiele ich mal mit ihm zusammen. Freue ich mich da drauf. Werder hat das Potenzial, um eine sehr gute Rolle zu spielen. Rolle um was? In der Bundesliga. Mit dem Ziel, wohin? Mit dem Ziel, so weit oben wie möglich natürlich. Meine größte Stärke auf dem Platz ist? Meine Technik. Meine größte Schwäche auf dem Platz ist? Meine Größe? Wenn mich Freunde mit einem Satz privat beschreiben müssten, würden sie sagen? Mit einem Satz privat? Ich muss mal meine Freunde fragen, ich weiß es nicht. Der ist ja völlig verrückt, der ist total lieb. Den kann ich gar nicht leiden. Ganz schöner Chiller. Naja, Theo ist auf jeden Fall noch fit, mit dem kannst du noch spielen. Gar nicht so lustig, ne? Das Vorspiel, der Spieltags-Podcast, ab sofort bei allen Audio-Streaming-Diensten verfügbar. Zieht's euch auf jeden Fall rein. Zieht euch dann auch Inside rein, die kommt nämlich wieder, die nächste Folge, am Montag schon. 18 Uhr bei Werder TV, 6 Stunden später dann, wie gewohnt, bei YouTube abrufbar. Wir sehen uns dann, bis dahin, tschüss. Und, was meinst du? Ja. Okay.